احنا تصريحات مانويل ناير حارس مرمى بايرن ميونخ، وايضا تصريحات جنش عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. تمام للناس طبعا، جنش كان قال ان الحارس الاول في مصر هو محمد الشناوي، الناس لمته بشكل كبير جدا، لكن الشناوي اكيد بيثبت كل يوم ان هو بالفعل هو حارس كبير ومن طراز فريد. نشوف التصريحات دي ونرجع نستكمل حوارنا مع نجمنا الكابيتانو كابتن حسام غالي. من هو حارس مصر الاول الان؟ الشناوي. انا بقول لك بصريح، راجل ماشي بشكل كويس فتره كبيره جدا، سنه لغايه دلوقتي سنه صح؟ بشكل كويس. ما تقدرش تقول ابقى كذاب لو قلت حاجه غير كده. Ja, erstmal kann ich das Kompliment auch nur zurückgeben. Also ich denke, dass es auch was Besonderes ist, wenn mit Al-Ali, mit der Mannschaft zusammen diesen Rekord auch mit der weißen Weste einfach eingestellt hat. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch, wenn aktive Torhüter, die jetzt auch ihre Profi-Laufbahn bestreiten, sagen zum Beispiel, Manuel Neuer ist mein Vorbild. Und ich denke, dass wir uns sehr respektiert haben, auch auf dem Spielfeld. Und ich denke, dass man auch gemerkt hat, dass wir uns mochten. Wir haben uns nach dem Spiel umarmt, haben einen Handshake gemacht und haben uns unsere Trikots auch nochmal getauscht. Und für mich war es auch ein tolles Aufeinandertreffen. Und ich wünsche der Mannschaft und natürlich auch dem Keeper alles Gute für die Zukunft.